Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehrwürdige Brüder, ehrwürdige Schwestern, liebe Gläubige, das heutige Sonntagsevangelium vom Seemann, der ausging, seinen Samen zu säen, ist etwas, was von großer Bedeutung ist für unser christliches Leben. Und Jesus gibt uns selber die Erläuterung des Gleichnisses. Was ist mit dem Samen gemeint? Es ist das Wort Gottes gemeint. Und in Folge dann der Glaube. Der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Viele Menschen gibt es, die uns immer wieder sagen, uns Priestern, aber vielleicht auch Ihnen in Ihrer Verwandtschaft, im Freundeskreis, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Und dann steht man an. Dann steht man oft vor einer Wand und weiß nicht, was man zu sagen hat. Und eigentlich gibt uns Jesus hier am heutigen Sonntag die richtigen Antworten. Das Erste, was er uns sagt, ist, dass der Same auf den Weg fällt. Und die am Wege, das sind jene, die es hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Das ist die erste Möglichkeit, dass der böse Feind selber, dass der Teufel eingreift und die Menschen nicht glauben lässt, dass er sie behindert. Dann ist die Rede vom steinigen Grund. Das sind jene, die das Wort mit Freuden aufnehmen, sobald sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, allein zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Der Stein, die Unmöglichkeit oder die sehr beschränkte Möglichkeit, dass es Wachstum geben kann für den Samen. Das sind jene Menschen, und das ist jetzt sehr wichtig, die ein wirkliches Hindernis in ihrem Leben haben. Und das ist sehr oft die Antwort. Sie können nicht glauben, weil das Hindernis für den Glauben nicht aus dem Weg geräumt ist. Und weil Gott natürlich die Freiheit der Menschen immer respektiert. Wer dieses Hindernis nicht aus dem Weg räumen will, dem belässt Gott die Freiheit. So soll es sein. Was ist mit diesem Stein alles gemeint? Da ist natürlich vor allem die Sündhaftigkeit, die persönliche Sündhaftigkeit von uns Menschen gemeint, im schweren Sinn. In welcher Form auch immer. Sei es, dass man ein schwerer Betrüger ist. Sei es, dass man ein Dieb ist im schlimmsten Sinne. Sei es, dass man überhaupt nicht aus der Wahrheit lebt und in einem völligen Lügengebäude sich verstrickt hat. Was auch immer. Welches Gebot auch immer, welche Lasterhaftigkeit auch immer es ist. Der Boden wird dann zu Stein, wo das Wort Gottes nicht fruchten kann oder Glaube sich nicht entfalten kann und wo dieser Mensch dann ansteht, selbst wenn er meint, glauben zu wollen oder wirklich auch aus ganzem Herzen gerne glauben möchte, aber eben diese Bereitschaft nicht aufbringt, sich zu ändern, sich zu bekehren. Eben die Herzen aus Stein. Das ist ein anderer Begriff. Diese Herzen aus Stein, die unfähig sind, vor allem zum Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe. Ja, die Herzen aus Stein, die können nicht glauben. Da ist wenig Hoffnung da in ihrem Leben. Und vor allem können sie nicht leben, sei es Gott oder dem Nächsten, in einer echten Hingabe,
in einem echten Über sich hinausgehen. Was unter die Dornen fiel, das sind jene, die es zwar hören, aber dann hingehen und in den Sorgen und Reichtümern und Genüssen des Lebens ersticken und so keine Frucht bringen. Eine weitere Sache, die uns Jesus hier sagt, wo der Glaube nicht fruchten kann, wo das Wort Gottes nicht fruchten kann, wo sich ein echtes christliches Leben nicht entfalten kann, wenn man die falschen Prioritäten setzt im Leben. Wenn man aufgeht in den Sorgen, wenn man aufgeht in den Reichtümern und Genüssen des Lebens. Es ist interessant, dass Jesus das so aneinander reiht. Die Sorgen auf der einen Seite des Lebens und dann der Reichtum und die Genüsse. Aber es ist letztlich eins. Es ist letztlich eine Ausfaltung des Egoismus. Wenn wir in Gott ruhen, wenn wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen, wenn wir diese innige Gottverbundenheit auch haben, dieses tiefe Gottvertrauen haben, dann werden die Sorgen klein. Dann gibt es auch immer weniger Bedürfnis nach den Genüssen des irdischen Lebens, weil man zutiefst erkannt hat, es gibt etwas viel Größeres, das beständig ist, das uns niemand wegnehmen kann. Und Jesus sagt eben, dass diese Sorgen des Lebens, die ersticken den religiösen Menschen. Der Reichtum ist erstickend. Die Genusssucht ist erstickend. Da ist kein Platz für den Glauben. Was aber auf gute Erde fiel, das sind jene, die das Wort hören und es in gutem, in sehr gutem Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld. Der Same, der wirklich aufgehen soll und nicht nur aufgehen soll, sondern auch dann wachsen soll, Frucht bringen soll, der braucht ein gutes Erdreich. Und das ist auch bei uns Menschen das Entscheidende, dass das Wort Gottes auf gutes Erdreich fällt. Dass auf unserer Seite, auf menschlicher Seite, wirklich die Erde bereit gemacht wurde. Und da spricht Jesus vom guten Herzen, vom sehr guten Herzen. In corde bono et optimo. In corde bono et optimo. Das gute, das sehr gute Herz ist Voraussetzung, damit das Wort Gottes, der Same, fruchtet. Viele Menschen haben ein enges Herz, ein kleines Herz. Und das ist Folge des Egoismus. Da muss man ausbrechen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, auch in einer guten Gewissenserforschung. Sich immer wieder zu fragen, und es wird die entscheidende Frage sein, wo habe ich mein Herz? Wo habe ich mein Herz? Bei wem? Bei mir, bei den eigenen Dingen? Es ist ja schon auch gut. Es gibt auch viele Sünden gegen die gute Eigenliebe. Jawohl. Aber es muss die Ordnung der Liebe eingehalten werden. Und die ist immer folgende. Gott, die anderen, ich. Wenn wir das verkehren, wenn Gott an der letzten Stelle steht im Leben, wenn die Nächsten uns gleichgültig sind, wenn die gute Eigenliebe sich in einen reinen irdischen Egoismus verwandelt, dann wird das Herz nicht groß sein, nicht gut sein. Und dann wird es dieses gute Erdreich für die Gnade Gottes nicht geben. Und Jesus sagt dann zum Abschluss der Erläuterung dieses Gleichnisses vom Sämann: Es gilt, Frucht zu bringen in Geduld. Jesus betont ganz ausdrücklich diese Tugend der Geduld.
die von unserer Seite, eben von menschlicher Seite, so grundlegend ist. Der Mangel an Tugend, die Lasterhaftigkeit gegen die Tugend der Geduld, die gehört zum häufigsten und verbreitetsten. Das ist die Alltagssünde schlechthin, dass wir ungeduldig sind. In der Jugend ist es anders als im Alter, aber doch ist die Ungeduld immer wieder da. Wir sollen Frucht bringen in Geduld. Und wenn wir es Tag für Tag lernen, geduldiger zu sein, vor allem mit uns selber, vor allem auch mit uns selber, dann wird dieses Erdreich auch immer fruchtbarer werden für die Gnade, für das Wort Gottes, das auf dieses Erdreich fällt und ja von Gott auch alles hat, um fruchten zu können, um gut fruchten zu können. Das ist die Lehre des Evangeliums von heute, die uns Jesus mitgibt. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das gute Erdreich, das hundertfältige Frucht bringt. Wissen Sie, das ist unser Leben. Wir sollen nicht irgendwie kleinkariert, knausrig dahinleben, uns mit einem Minimalismus zufrieden geben, sondern wir sollen hundertfältige Frucht bringen durch unser Leben, durch unser Dasein. Dort, wo uns Gott hingestellt hat, in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft, dort sollen wir durch unser Leben hundertfältige Frucht bringen. Das ist das, was Gott möchte. Und dazu müssen wir unsererseits das Erdreich bereiten. Das ist unser geistlicher Kampf, in den wir jetzt im Hinblick auf die Fastenzeit schon wieder mehr eintreten wollen, uns immer wieder zu prüfen, wo ist mein Hauptfehler, wo mangelt es mir am meisten, wo bin ich ein echtes Problem für die anderen durch meine Lasterhaftigkeit, wo gilt es, Dinge zu berichtigen im Leben und vor allem die Tugend, das Gute anzustreben, damit ich diese Festigkeit auch wieder habe, im Guten, was so notwendig ist, zum geistlichen Kampf, zum Kampf überhaupt gegen das Böse in uns und um uns in der Heiligen Kirche und in der Gesellschaft. Gott braucht starke Menschen, tapfere Menschen, die wirklich kämpfen, die Frucht bringen, hundertfältige Frucht bringen. Und wenn heute die Pfadfinderinnen hier sind bei der Heiligen Messe, so ist es natürlich auch etwas ganz Spezielles für euch junge Mädchen, das vor Augen zu haben. Ihr sollt durch euer Leben hundertfältige Frucht bringen. Das ist eure Zukunft. Das ist das, was Gott von euch möchte. Ihr seht aber sehr klar, dass da einiges ist, was ein Hindernis ist im Leben. Ja, eine gewisse Lasterhaftigkeit in dem einen oder anderen Bereich. Und Gott gibt uns die Gnade, dass wir dagegen ankämpfen. Wir müssen es wollen. Wir müssen es wollen. Wir müssen es bewusst anstreben. Wie es uns der heilige Thomas von Aquin so schön sagt, in seinem 750. Todesjahr heuer, kann man das nicht genug betonen. Was hat er gesagt unmittelbar vor seinem Tod, als man ihn fragte, was muss man tun, um heilig zu werden? Und er sagte, ohne große Abhandlung, zwei Worte. Also auf Deutsch sind es zwei Worte. Es wollen. Es wollen. Wir müssen das Gute wollen im Leben. So werden wir den Willen Gottes erfüllen und heilig werden und hundertfältige Frucht bringen für unser Leben und für das Leben unseres Nächsten. Zur Ehre Gottes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.